Erik ist ein behinderter Spast mit Sprachfehler, an seiner Schule mag ihn keiner, Alter, was da los, ich als Roboter hab nen krasseren Flow als du, du Fagott. Du hast Down-Syndrom und deine Aussprache ist wie deine verklebten Manga-Hefte, unterste Schublade. Ich bin der Double beim King-Boss und im Gegensatz zu dir kann man jedes einzelne Wort voll ausgesprochen verstehen, ohne dass ich dabei etliche Silben verschlucke wie du Sperma. Alter, du bist ein armseliger Lauch, der sich durch YouTube ein sonst nicht existierendes Lebensgefühl aufbaut. Screenerwitz, du dumme Missgeburt, bist nicht weiter als ne Scheißwitzfigur. Du Penner denkst wirklich, du könntest im Battle etwas reißen, außer deinem Stimmband fällt mir spontan nichts ein. Komm klar auf meinen Flow und rap mal erstmal zum Beat-Synchron, ohne nach der Aufnahmespur jeden Slot an den richtigen Sport zu polen. Alter, was da los? Ficke deine Mutti in der 69er Stellung 88 Nächte bis hin zum Abendtod. Screenerwitz ist ein Blödmann. Blödmann. Screenerwitz ist ein Blödmann. Blödmann. Zusammen mit MRPTs werde ich dein nächster Stiefvater. Trage Gucci und Prada, balleriere in deinem Head, sodass du im Sarg liegst. Punk, zerstöre deine Containerwohngemeinschaft mit meinem Streichholz und ner Menge Stroh. Warum liegt hier überhaupt Stroh? Gegenfrage, warum bist du so ein Spast? Ich bin der Beste, halt deine Schnauze, da gibt es nichts zu diskutieren. Screenerwitz, von dem Erfolg bist du mit deinem Manga-Scheiß noch weit entfernt. Ich mein allein deine Fresse, Erik, guck mal blöd, danke sehr. Wenn ich mir den Eierteifer samt Fresse nun so vorstell, denke ich an den Metallbeißer aus diesem einen James-Bond-Film. Ich befestige einen Magneten an deinem Stahlgerüst für Zähne und zieh dich durch den Dreck, als würde ich mit dir Schlammkatchen gehen. Du bist ein richtiger Spast, hab ich das schon erwähnt. Bei deiner Behinderung kann es schnell mal sein, dass du das vergessen hast. Fick dich und dein Netzwerk, du kleiner obdachloser Penner. Nach dem Track rennst du erstmal heulend in deinen Keller. Oder stürzt dich aus deinem Dachbodenfenster und prallst auf den mit Pisse befüllten Pool in Kombination mit roten Stuhl. Screenerwitz ist ein Blödmann. Blödmann. Screenerwitz ist ein Blödmann. Blödmann. War das jetzt bosshaft, oder war das jetzt bosshaft? Mister der Gerät, was sagen Sie dazu? Mister der Gerät, war das der Oberhammer? Mister der Gerät, Sie sind wohl viel zu arrogant, um mir zu antworten. So arrogant den ganzen Tag wie Sie ist kein anderer. 69. Wählen Sie nun die 01808888888888888 für erotische Momente mit Erika. Mister der Gerät ist der King Boss, aus und Ende.